Hallo, grüßt euch. Ich bin schon über 10.000 Abonnenten, also vergiss nicht liken, abonnieren. Heute werden wir eine BMW i3 testen. Also habe ich davon keine Ahnung, wie das laufen soll, aber ihr werdet jetzt eine ganz ehrliche Erfahrung bekommen. Das ist der Schlüssel. Das stelle ich mal dahin. Irgendwo muss ich mal starten, oder was? Aha. Keine Ahnung. Aha, da muss ich irgendwie D eintippen. Nee, N. Aha, das ist das Hebel. Aha, oh, das läuft schon, es hat keinen Motorsound. Den Klima zum Glück ist eingeschaltet. Ich probiere mal loszufahren. Ich warte, dass das andere Auto wegfährt. Keine Ahnung, da piepst was oder was zum Ding sollte das sein. So. Und jetzt fahren wir mal los. Bisschen gewöhnlich. Das Wagen ist effektiv ganz klein. Ja, jetzt ein bisschen stört mich, dass ich keinen Sound habe für den Motor. Die Federung ist ganz gut. Jetzt sind wir in Budapest. Da sind die Straßen ziemlich schlecht. Ich gebe mal Vorgas. Ach du Scheiße, das geht schon, Entschuldigung, das geht echt arg los. Ich glaube, ich habe den Handbremse vergessen. Keine Ahnung, was könnte da piepen. Angeschnallt. Was sehr ungewöhnlich ist, wenn ich mal Gas gebe und dann weglasse, dann läuft nicht so wie bei einem ganzen normalen Motor. Also es ist ähnlich wie eine Bremse würde da drin sein. Ich schaue mal an, die Handbremse. Ah, jetzt ist eingezogen. Ist es raus? Ja, das ist echt gewöhnlich. Jetzt fahre ich mal wieder los. Das ist ein i3 von 2015. Jetzt benutzen wir schon den. Wir könnten auch den anderen Seite nehmen. Das geht schon arg gut. Also. Was gewöhnlich ist, dass ganz gut fährt. Ich habe keine Ahnung, was könnte diese Tippen sein. Das nervt mich schon ein bisschen. Es ist ganz gut, wenn man anfasst den ganzen Armaturenbett. Das sieht ganz geil aus. Was soll ich noch euch sagen? Da sitze ich schon bequem. Ich bin über schon 180 cm, aber trotzdem ist gut. Jetzt werden wir den Bremsen probieren. Aufpassen. Ist ganz gut. Aber diese Piepen, das weiß ich nicht, was könnte das sein. Also auf der Anzeige gibt es keinen Fehler. Ja, natürlich, wenn jemand diesen Video ansieht, dass schon sowas gefahren hat, öfters. Das ist, sagen wir, schon mein erstes Mal. Einmal habe ich mit Nissan Qashqai gefahren, aber 2 Kilometer. Aber das ist ein bisschen gewöhnlich, dass den Motor höre ich nicht. Also ich mag schon Auto fahren. Ich habe einen V8 von Audi S6. Also ja, das ist ein ganz anderes Stil, aber
Trotzdem ist schon ein gutes Gefühl. Also die ganzen Armaturenbrett ist wunderschön. Ist ganz gut, das Klima läuft. Da haben wir eine Anzeige. Vielleicht könnte ich mal etwas da tippen oder. Aha. Gibt es etwas zum Berühren? PC schreibt man. So, jetzt fahren wir nach links. Es hat einen kleinen Drehkreis, diesen BMW i3 von 2015. Das ist mit auch mit einem Motor ausgestattet mit 650 Kubikzentimeter. Ich probiere euch alles zu erklären. Ja, das ist gewöhnlich, wenn ich von den Gas trete, dann ähnlich wie einen so eine Bremse würde funktionieren. Das ist echt geil, das ist so gut. Das wird schon echt gut. Ja, der Spiegel ist schon gut, glaube ich. Da haben wir noch einen Fensterheber. Ist auch echt gut. Jetzt fahren wir nach rechts. So. Da können wir die Donau ansehen. Das ist zu dem Film gratis dazu. Das ist die Margareteninsel. So, aber jetzt zurück zu den i3. Jetzt werden wir eine schöne Kurve einnehmen. Und jetzt gebe ich mal Vorgas. Das ist echt gut. Ja. Es ist ähnlich wie beim Motorrad, also es reagiert sofort, also nicht wie den Wagen, es dauert noch ein bisschen. Ich kann das ähnlich sagen, ist wie beim Motorrad, also wenn ich mal drauf trete, diese Piepsen, was könnte das sein, das verstehe ich nicht, also davon habe ich keine Ahnung. Da drücke ich alles. Reagiert sofort, also das ist echt gut. Da haben wir ein Batterie, das ist 65 Kilometer. Jetzt zeige ich euch mal den Innenraum. Das sieht echt geil aus. Glaube ich, da haben wir noch getrennte Schiebedach. Da haben wir auch eigentlich einen guten Klang von Böse oder so ähnliches. Habe ich von der Inhaber gehört. Aber das ist echt geil. Ja, da haben wir ein Bedienfeld für Klima, für Radio. Fenster, also Bildschirm. Für Radio natürlich kann, glaube ich, alles ausschreiben, was eventuell uns interessiert. Das würde ich in einem anderen Video fassen, weil jetzt werde ich mal anhalten langsam und diesen Fehler suchen, was da piepst oder was könnte da sein. Da werdet ihr noch einen guten Fahrt ansehen, also Beschleunigung. Das ist echt der Hammer, also das, diesen kleinen Ding, was fährt, also ich glaube schon mittlerweile, das kann man schon empfehlen, natürlich in Stadt ist es super gut, das würde ich einen Dodge nennen oder so ähnliches oder Go-Kart, Drag Go-Kart, das könnt ihr auch meinen YouTube-Channel anschauen, zum Beispiel Kawasaki ZX9. Also, das fährt auch so gut, ich glaube schon. Aber das ist echt witzig. Also, jetzt könnte ich mir vorstellen, wie könnte meine Tesla fahren. Also, wie schnell reagiert das? Also, diesen Pieps, das weiß ich nicht. Vielleicht muss ich die Lampe anmachen. Nee.
Da haben wir für die Lampe keine Ahnung. Also, da haben wir noch Tempomat, Pipapo, alles, Multitronic, also an den Lenkrad, Multifunktion. Das ist schon echt gut. Also, was gewöhnlich ist, zum Beispiel, könnt ihr mal anschauen, jetzt fahre ich ganz normal und trete ich weg vom Gas. Das schwebt schon ganz runter. Also, ja, natürlich muss laden, glaube ich schon. Ja, das sieht man schon, wenn ich mal Vorgas gebe und dann wieder schon laden. Also, super. Ich freue mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Vergiss nicht, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.